Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Folge hier bei LS19 Akademie von Thüringen, also 3.101. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Samstag und schon mal vorweg ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Ich habe gerade so festgestellt, die FPS-Zahl geht gerade runter, ist meistens ein Zeichen dafür, dass Wachstum durchgeht. Aber zu sehen ist hier nichts, was ich persönlich schlecht finde, aber vielleicht kommt noch was gegen 8 oder so. Ich gehe mal wieder auf 15 hoch, weil wir haben von der Zeit her eh noch ein bisschen Bedarf aufzuholen. Selbst wenn es jetzt noch reif werden würde, muss man warten, bis trocken ist, und das kann auch ein bisschen dauern. Können wir mal kurz schauen. Da ist unser gutes Gerät. Messen. Also Wachstum, die Feuchtigkeit. 100%? Wahnsinnig. Gehen wir hier rein. Das ist mal entscheidend, ne? Ist auch bloß noch nicht reif. Im Wachstum. Das ist ein schlechtes Zeichen, du. Ist bei 83% Wachstum. Dadurch ist der Boden, glaube ich. Und, boah. Ist ja nichts gewachsen, ne? Nichts reif. Das ist ganz schlecht. Ja, was machen wir da, ne? Gute Frage, guter Rat teuer. Gut, letztes Mal kam um 8 Uhr Wachstum. Es besteht noch Hoffnung. Aber das werden wir jetzt hier nicht warten. Wir werden einfach hier weitermachen. Zumindest heute Morgen. Ist leider so. Wäre es ja auch lieber, dass wir jetzt erntereif, wir könnten anfangen und alles umstellen. Aber ist zurzeit nicht. Aber das ist egal. Das nützt ja auch nichts. Wir sind eng dicht rangefahren, ne? Traktor hat einen kleinen Wenderadio, ein bisschen ungünstig. Na gut. Wenn man es weiß, ne? Dann geht's. Aber auch denke nicht dran, ne? So, 33 reicht nicht aus. Vielleicht beigen wir neu. Jo. Ich meine, alle Bäume wegfräsen, auch Blödsinn. Ein paar möchte ich gerne fällen für das Sägewerk. Eigentlich im Winter, ne? Wollte eigentlich erst Bäume pflanzen, wenn alles gefällt ist, ne? Oder weg ist, ne? Falls ich irgendwann nicht dazu komme, dass mir plötzlich im ersten Jahr ist nicht tragisch, aber im zweiten, dritten Jahr, wenn Wachstum da ist, kommt man nicht mehr durch, ne? Gut, wenn das Feld näher abgeändert ist bei Sonnenblumen, dann dürfte auch kein Problem sein. Wieder fast wohl. Er ist voll. Vielleicht ein bisschen verschenkt. Bisschen. Aber wie gesagt, ein großes Vermögen kommt jetzt mit Abkünfte nicht. Das ist halt so, ne? Aber ich brauche es für Papier, ne? Papier für andere Produktionen hauptsächlich. Vom
Eigenbedarf, Verkauf weniger. Hier würde Verkauf nichts bringen, Anführungszeichen. Das ist gemein. Liegt aber eine Kollision von Audreifen, ne? Mal schauen. Vielleicht fährt er gleich los. Ja, dann haben wir in der Fasten jetzt 2 Millionen Liter Hackschütze da, ne? Das ist schon nicht schlecht. Das ist gut. Mal hier die Ecke ein bisschen bearbeiten. Ja, morgen mache ich dann die Marsch. Heute nicht mehr. Bringt um dem so nichts. Ich will auch nicht, nichts beschlagen, ne? Ich habe schon mal geschafft, an einem Tag fast beide verlesen machen, ne? Das ist eine Folge. Aber wie gesagt, besser ist, man macht es in Etappen. Jetzt werde ich schon ein bisschen munterer, ne? Aber wie gesagt, nicht übertreiben. Aber solange es Spaß macht. Alles okay. Ja, hier wollte ich noch besorgen, und zwar Trocknung für Luzerne oder Klee. Gibt es ja hier ein Dings da hier, so eine gibt es garantiert als Mod. Die Heutrocknung von der Marsch würde hier nur für Gras gehen. Und das wäre ja. Naja. Nicht notwendig, ne? Hier muss ich mal sehen, wenn ich leer bin, dass ich da mal versuche, von der anderen Seite zu fräsen, ne? Das war knapp. 20 Uhr war das gewesen, letztes Mal. Wachstum durchging. 8 Uhr. Mal schauen. Runde ist dann, wenn es anfängt zu ruckeln, ne? Dann ist es so. Beim Sonnenblumen, wenn er noch nicht reift, dann steht fest. Weiß ich genau. Kommt eigentlich ziemlich spät. Aber dafür, ja, müsste ich bald mal losfahren, wir. Ja, das machen wir nach der Ernte. Ich hoffe, dass ihr jetzt wollt. Schickt mal gleich los, ne? So, gleich voll. Gut. Jetzt mal gucken. Prozent 44, okay. Das war gut. Und dass wir nicht geschlafen haben. Oh, noch nicht reif. Oh. Abgeerntet. Das passiert. Was war da gewesen? Ich glaube Hafer oder sowas. Weiß gar nicht genau. Im Wachstum ist da jetzt Hafer so wenig. Ja, was machen wir da? Holzing. Ich lasse auf 15 Meter laufen, das passt schon so. Und dann schauen wir mal, ne? Und solange es eh nass ist, ist es eh egal, aber so. Ja, wie ihr wisst, gibt es denn ein neues DLC im Kleines. Aber wie gesagt, im Grunde ist es egal, wie die Maschinen aussehen.
hauptsächlich funktionieren, ne? Und ja, ich denke mal, dafür das nicht so ganz so. Na gut, die 399 kostet kein Vermögen, ne? Muss ich mal schauen. Aber im Grunde, wenn ich das mal, mir annehme, dann muss man auch sagen, man soll es auch nutzen, ne? So, mal kurz gucken, wie in Länge. 11 Meter, machen wir auch 12. Und dann bei den Originalfahrzeugen geht der Spaß nämlich auf Meter zurück. Und dann ist es sehr schlecht. Zum Beispiel, wenn man längere Stücke haben will, ne? Gut, der erste Meter, okay. Kann man zum Beispiel verzichten, ne? Oh, oh, oh. Ja, später mal zum Sägewerk fahren, ne? Sobald die Anhänger hier sind, ich lasse die hier stehen und würde eher das Tendieren von hier entsprechend umstellen auf Feld Nummer 10 und dann so starten, ne? Erntefeld 10, Getreide oder so, ich glaube, es ist, glaube ich, Gerste, glaube ich. Ich habe da nur 3 Felder. Ja, also gut. Eigentlich Marsch eher das Problem, dass wir ein Hopfenproblem haben, ne? Wird auch wieder nicht reichen. Aber, sagen wir so, mal schauen. Ist eher das Problem, dass es eine Folge machen werden muss, ne? Oder jetzt die Erde verkaufen muss. Wenn der Preis nicht stimmt, ist es schlecht. Und fürs große Lager fehlt mir das Geld zurzeit. Wäre auch doppelter Aufwand, ne? Da extra hinfahren und dann wieder aufladen zum Verkauf. So, wenn bald alle 4 hier sind, dann werde ich dann entsprechend X kurz überlegen. Ja, ja. Rote Sand. Schöne gerade Bäume. Da ist der erste. Muss ja anscheinend oben stehen Block hinterher, ne? Aber hier den Inspektor mit oben links ist gut. Behält man schon Überblick. Hat ja nur geschehen. Jo. Muss ich mal entsprechend weglegen hier, das ist ungünstig. Ja, Samstag, ne? Ja. Aber von übernächste Woche, da kommt ja schon die Sommerzeit. Wahnsinn. Persönlich halt schon für Wahnsinn. Sommerzeit. Ja. Und solange nicht so heiß ist, geht's immer, ne?
Aktuell ist draußen recht kühl, aber ich sag mal so, muss draußen ja nicht arbeiten. Das Gute ist dabei. Da haben sich zeitlich geändert. Wie auf dem Bau. War mal nass kalt. Wunderbar froh, dass ich jetzt im Prinzip das nicht mehr habe. Nach viermal Block gestellt, da haben wir es geschafft. Da sind die alle Fahrzeuge hier. Da können wir zum globalen Markt sprengen und da verkaufen. Ne? Den Rest halt. Ne? Scherzkeks. Darf ich den nicht? Und der Seite. Viehhandel. Futterankauf. Ja, ich hab nix. Ist echt noch nicht reif. Dann mal gucken mal. Haben wir spät im Sommer. Nicht SC. Nö, noch nicht reif. Ja, das ist ärgerlich. Wetterbericht haben wir nicht. Alt S. Gucken wir mal, Wetterbericht. Ja, müsste eigentlich reif werden normalerweise, ne? Zumindest heute trocken und morgen auch. Dann wieder ein Tag Regen. Und dann aber recht lange trocken. Sonntag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. So sind zwei Tage. Naja. Hoffen wir das Beste, ne? Apropos Tiere. Bei Futter ist okay, Wasser auch. Ja, Futter ist hier. Wie gesagt, Heu. Silagemäßig. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist wieder abgelaufen. Ich sage mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Ja, ein paar Bäume fällen oder mal gucken, was wir noch machen können. Mal schauen. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.